Wir machen weiter mit echte Berliner von NG und Capital, bruh. 2 Minuten 33, liken Supporters, come on. Hier auch wieder ein schönes Like-Dislike-Verhältnis. Ein ansehnliches Like-Dislike-Verhältnis. Nicht wie bei Samra vorhin. Ich meine, Bro, Samra hat nach 19 Stunden schon seine 10.000 Dislikes gesammelt. Muss man auch erstmal hinkriegen. Produziert ist der Bums von Sino und Nu. Schöne Grüße gehen raus. NG und Kappi. Kappi hat heute zweimal released, ist heute auf zwei Tracks unterwegs. Einmal der Song und einmal mit Farid und Hafti, zu dem wir auch noch kommen. Wird wahrscheinlich morgen oder übermorgen die Reaktion kommen. Je nachdem, wie ich Zeit finde. Gut, NG, Kappi, echte Berliner, 233. Gib ihm. Achso, ist es einfach eine Single oder gehört es irgendwie NG-Box vorbestellen? Aha, daher weht der Wind. Ist natürlich für die Promophase von dem kommenden NG-Album. Worauf ich sehr gespannt bin, Real Talk. Also generell Straßenapotheker-Mixtape und die letzte Nummer, die letzte EP, Mixtape, Album, je nachdem, was er da rausgebracht hat, hat mir gut gefallen. Waren immer irgendwo ein, zwei Songs drauf, die ich heutzutage immer noch höre, und das kommt schon sehr selten vor. Das kommt sehr selten vor, wenn Songs mal wirklich Monate, vielleicht sogar ein Jahr mal in meiner Playlist liegen. Kommt ultra selten vor. Promophase NG, okay. Mein Kollege scheu nicht rum, so ist das Leben, gegen Wind, kalter Regen. Scheiß drauf, ich scheit dagegen, alle reden. Aber ich scheiß auf jeden, doch gefickt, um alleine zu bleiben, statt in kein Verträgen. Oh, so will ich doch, so will ich Kappi hören, so. So will ich Kappi hören. Guck mal, Leute denken immer so, okay, jetzt muss er jetzt voll die harten Dinger kicken, so, und voll die krassen Beats raushauen, so, damit der Patrick hier zufrieden ist. So ist es nicht, so ist es nicht. Ich will zum Beispiel einfach nur ein hungrigen Kappi, so, der mal wieder Bock am Mic hat. Wisst ihr, was ich meine? Der einfach so straight trocken reinkommt nach 10 Sekunden Intro. Kollege, scheu nicht rum, so ist das Leben, gegen Wind, kalter Regen. Scheiß drauf, ich halt dagegen. Scheiß drauf, ich halt dagegen. Das ist nice. Gegen alle reden. Aber ich scheiß auf jeden, doch gefickt, um alleine zu bleiben, statt in kein Verträgen. Doch ich hab für uns gekämpft, 2-3 Mal die Woche nur gepennt. Auch hier. Doch ich hab für uns gekämpft, 2-3 Mal die Woche nur gepennt. Das ist auch nice. Sample hochgepitcht, kriegt voll an Fahrt. Gefällt mir gut. Auch so die Einspieler von alten Musikvideos. Das war, glaube ich, aus Berlin lebt immer noch. Könnte gut sein. Könnte gut sein. Finde ich ganz nice. Schwarz-Weiß immer mein Ding. Ich sag euch, wie es ist. Doch ich hab für uns gekämpft. 2-3 Mal die Woche nur gepennt. Wir hatten kein Cent. Doch die Zeit rennt. Also mach ich Feuer und die ganze Scheißstadt brennt. Da, ah, das ist schon nice. Auch so kleine Anspielungen an ältere Songs von Kappi, so. Ist schon nice. Und mal wieder Kappi so zu hören, ist cool so. Was heißt mal wieder? Wir haben jetzt in der Promophase zu Deutsche Brandneu, zum Collabo-Album Kappi mit Farid, haben wir auch Songs, die auch in die gleiche Richtung gehen, was den Hunger, was den Druck in der Stimme von Kappi angeht, so, ne? Abgesehen von der letzten Nummer, die halt so ein bisschen mehr in diese 1-1-0-Richtung ging. Kappi kann das noch. Kappi kann das noch. Real Talk. Und bei Kappi habe ich da auch immer noch Hoffnung, dass mich jeder Song wieder irgendwo überzeugen kann, mitreißen kann. Bei seinem ehemaligen Kollegen Samra verliere ich langsam die Hoffnung. Ich sage euch, wie es ist, Chat. Wir hatten kein Cent, doch die Zeit rennt. Also mach ich Feuer und die ganze Scheißstadt brennt. Scheiße bauen, doch ich hatte meinen Traum. Ich saß auf deinem Sekretariat als in meinem Klassenraum. Heute sehen wir fette Batzen, geile Autos, geile Frauen. Hätte ich das gewusst, wäre ich nie abgehauen, um nachts zu klauen. Um nachts zu klauen. Guck mal, wie er auch hier. NG macht es auch sehr, sehr oft. Er spielt auch immer sehr, sehr gern mit seiner Stimme. Boah, NG kommt ja auch noch, ne, auf dem Beat. Ich glaube, der könnte schon abreißen, so. NG hat auch noch kein Part oder so, kein Song abgeliefert, wo ich mir jetzt überhaupt nicht geben konnte, so. NG, finde ich, macht immer solides Ding. Macht immer so, er ist immer auf so einem, auf seinem Level, so. Er schießt, manchmal hat er auch so Dinger, wo er auch wirklich nach oben schießen, wo mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Er hat aber unglaublich wenig Dinger, die jetzt irgendwo unten durchschießen, so, wo ich mir jetzt überhaupt nicht geben kann. Wisst ihr, was ich meine? Aber hier, wie das ausklingen lässt, die letzten Silben klingen cool. Fette Batzen, geile Autos, geile Frauen. Hätte ich das gewusst, wäre ich nie abgehauen, um nachts zu klauen. Bram mit 16 hatte, ich ne 6 in Mathe. Eine Waage, Packs, eine Tasche und ne Tilly-Flasche. Und daran, Kinder, nehmt euch kein Beispiel. Geht in die Schule, schreibt keine 6 in Mathe. Außer ihr wollt Millionär wie Kappi werden. Nein, Spaß. Schlechte Noten sind scheiße. 6 in Mathe, scheiße. Bram mit 16 hatte, ich ne 6 in Mathe. Eine Waage, Packs, eine Tasche und ne Tilly-Flasche. Geh da raus und fix die Bratte, denn das Leben ist kein Kindergarten. Keiner wird Mitleid haben. Nice. Boah, das gefällt mir. Keiner wird Mitleid haben, so.
Ja, das ist schon cool. Also, Real Talk. Ich finde es auch sehr, sehr nice, dass halt quasi immer wieder so alte Einspieler aus alten Musikvideos jetzt hier zum Beispiel von Kinder der Straße kommen. Wie heißt denn das neue NG-Album? Wie hieß denn das letzte NG-Album? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber hier jetzt so alte Einspieler schwarz-weiß. Das neue heißt Kinder der Straße oder was? Oh, nice. Real Talk. Kinder der Straße immer noch mein absoluter Favorite von NG. Real Talk. Wir sind echte Berliner. Oh, warte, warte, der Einstieg in die Hook. Kindergarten. Digga, das ist eine Hook, die drückt direkt. Nicht wie bei Samra. Keiner wird Mitleid haben. Wir sind echte Berliner. Hier ist man mit 60 schon Dealer. Das ist das echte Leben, nicht nur ein paar Lieder. Und wenn du mir nicht glaubst, dann hör das hier nie wieder. Wir sind echte Berliner. Mit 16 schon Dealer. Nehmt euch daran kein Beispiel, schreibt keine 6 in Mathe. Geht den normalen Weg. Was heißt normalen Weg? Heutzutage gibt es eigentlich keinen normalen Weg mehr so. Einen anderen Weg wie jetzt Kappi. Ich weiß gar nicht, ob Kappis Weg heute so noch funktionieren würde mit Rapper Mittwoch, dies, das. Zu der Zeit damals war alles noch ein bisschen anders so. Hat auch bestimmt viel Glück mit reingespielt, viele Entscheidungen getroffen, die auch viel mit Glück im Endeffekt zusammenhingen so. Oder viele riskante Entscheidungen getroffen vielleicht damals. Aber das ist eine Hook, Digga. Das ist das echte Leben, nicht nur ein paar Lieder. Nicht nur ein paar Lieder, Digga, er kommt voll mit Trug, Digga. Man merkt einfach, der hat sich ans Mic gestellt, der hat Bock auf diesen Part gehabt. Der hat Bock auf den Beat gehabt, der hat gedacht, okay, ich zerreiß jetzt komplett mit meinem Part hier. So mag ich das. Wenn du mir nicht glaubst, dann hört das hier nie wieder. Denn wir sind echte Berliner. Boah, guck mal, das meine ich halt. Das war auch eine Zeit lang irgendwo verloren bei Kappi, wir müssen da auch ganz ehrlich sein. Das war auch eine Zeit lang irgendwo, weiß ich nicht, man hat da ein bisschen im Trüben gefischt, so, ich sag euch, wie es ist, man wusste nicht mehr, okay, hat dann auch diese Attitude, diese Kraft, so. Boah, Digga, guck mal, jetzt in der B-Hook, puh, wie er reinkommt. Wenn du mir nicht glaubst, dann hört das hier nie wieder, denn wir sind echte Berliner. Hier ist man mit 60 schon Dealer, das ist das Leben, nicht nur ein paar Lieder. Irgendwann erkennst du dich selbst, dieser Junge hier hat Straßenabitur. Und jetzt kommt NG. NG, wie schon gesagt, ich habe wirklich noch keinen schlechten, wenn könnte ich es an einer Hand abzählen, wie viele schlechte Parts ich vielleicht von NG gehört habe. So Real Talk. Ohne Scheiß, NG enttäuscht super, super selten so. Wenn du natürlich auf dieses Gang-Gelaber stehst, so, weil Hand aufs Herz in jedem Part wird erwähnt, wie viel er tickt, dass er aufhören will damit, dass es jetzt seinen Eltern gut geht, so Gott wollte, ne, freut mich auf jeden Fall. Aber diese Thematik wird halt immer wieder aufgegriffen von ihm. Nicht nur ein paar Lieder. Irgendwann erkennst du dich selbst. Dieser Junge hier hat Straßenabitur zum Verkaufen gemacht. Steck einen Tag in meine Schuhe, du machst einen Tausender Schnapp. Guck mal, du machst einen Tausender Schnapp, wie er das betont. Das meine ich halt. Du machst einen Tausender Schnapp, so. Digga, der rappt es so, der hat voll die Dynamik in seinem Flow generell. Ich weiß gar nicht, ob er das so mit Absicht macht, aber du einen Tausender Schnapp, so. Du machst einen Tausender Schnapp. Das kommt so aus ihm raus einfach, glaube ich. Hier hat Straßenabitur zum Verkaufen gemacht. Steck einen Tag in meine Schuhe, du machst einen Tausender Schnapp. Die Wagen, die Kuh, das hat Pedale Verdacht. Gib ihm Kickdown im Audi A8. Komm, ich zeig dir ein paar Koka, ein Ticker neben Mutter mit Kinder. Boah, Digga, das Ding hat so Energie, Bro. Das schießt böse nach vorne. Richtig böse. Gib ihm Kickdown im Audi A8. Komm, ich zeig dir ein paar Koka, ein Ticker neben Mutter mit Kinder. Und ein paar Kokain-Ticker, Digga. Dieses, guck mal, wie er, ne, dieses Kokain-Ticker. Bro, diese Betonung, dieser Flow, diese... Pff, NG ist... Bro, NG ist bei Kappi sehr gut aufgehoben. Real Talk. Und das für noch mehrere Jahre. Mark my words, Bro. Don't im Audi A8. Komm, ich zeig dir ein paar Kokain-Ticker neben Mutter mit Kinder. Und dein Milieu rot-rosane Lichter. Komm, ich zeig dir ein paar Koks in der Richter. Showroom-Fixer, tote Gesichter. Komm, ich zeig dir ein paar koksende Richter, so dieses, guck mal, dieses koksende Richter und dieses Komm. Komm, ich zeig. Dieses Komm, er rappt das ganz normal, diese K-Silbe von Komm wird halt gecuttet, davor gesetzt, damit es so einen Stutter-Effekt hat. Dieses Komm, ich zeig dir ein paar koksende Richter. Dieses Komm ist immer eine ganz nice, dieser Stutter-Effekt, wenn du die erste Silbe vom darauf folgenden Wort nimmst und davor cuttest, ist immer ein sehr cooler Effekt, nochmal ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Energie noch reinzubringen, so. Neben Mutter mit Kinder und dein Milieu rot-rosane Lichter. Komm, ich zeig dir ein paar Koks in der Richter. Showroom-Fixer, tote Gesichter. Seitdem ich klein bin, seh ich Geschäfte in der Haut. Seitdem ich 16 Jahre alt bin, bin ich im Boot. Guck mal, diese Thematik so, ich hab damit kein Problem. Ich kann mich damit gar 0,0 identifizieren. Ich hab aber auch im gleichen Moment kein Problem damit, mir das jetzt so anzuhören. Wenn es jetzt
irgendwo in einer Playlist mal vorkommt. Ich habe kein Problem, mir das reinzuziehen. Es ist aber was anderes. Ich wohne jetzt nicht Downtown Stuttgart. Also ich habe jetzt nicht den Hauptbahnhof vor meiner Tür, aber ich brauche es vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde mit der Bahn nach Stuttgart rein. Und was du da halt am Hauptbahnhof siehst, so, sind halt genau solche Bilder, die du gerade auch gesehen hast, so. Wenn du halt Freitagabend, Samstagabend da hingehst und Leute halt siehst, wie die abkacken auf so Zeug, wisst ihr, was ich meine? Aber ich meine richtig ordentlich den Bach runtergehen. Also, die geben noch Vollgas, wisst ihr, was ich meine? Wenn die dann auf der Treppe da chillen, so, das tut mir leid, es tut mir weh, ich sag euch, wie es ist. Und dann erinnere ich mich so wieder an die Texte, okay, weiß ich nicht, Digga, wenn ich sowas pump, guck mal, ich weiß, das Bild ist extra so geschossen, so, aber guck mal, wie der Mann da hängt, so, wie soll ich meinen, ich weiß nicht. Seitdem ich klein bin, sehe ich Geschäfte in der Haut. Seitdem ich 16 Jahre alt bin, bin ich im Boot. Seitdem ich 18 Jahre alt bin, vertick ich groß. Weil das Schicksal gab mir leider kein so schickes Los. Guck mal hier, weil das Schicksal gab mir leider kein so schickes Los. Leider nicht so viel Auswahl gehabt. Boah, Digga, ist auch. Pff, er hat noch eine coole Wortwahl, wie auch die Wörter setzt und generell die Geschichte da erzählt. Ist nice. 18 Jahre alt bin, vertick ich groß. Weil du schickst, da gab mir leider kein so schickes Los. Wenn bei dir läuft, siehst du die anderen Gesichter ziehen. Weil bei dir läuft, heißt das andere grad nix verdienen. Weil bei mir läuft, wartet auf mich ein Gerichtstermin. Wir gehen 2, 3 Sachen, aber das ist Berlin. Wir sind echte Berliner. Boah, Digga, der Song hat Power, Real Talk. Ich glaube, das wird auch viele Fans von NG und Kapi gut stimmen, so. Real Talk. Die wollen harten Rap, so, die kriegen harten Rap. Wir gehen 2, 3 Sachen, aber das ist Berlin. Wir sind echte Berliner. Hier ist man mit 60 und Dealer. Das ist das echte Leben. Aber er rappt es so, als ob das so, er pauschalisiert so alle 16-Jährigen. So, er rappt es so, als ob so jeder 16-Jährige ist Dealer. Wisst ihr, was ich meine? Er rappt es so, als ob jeder 16-Jährige irgendwas damit am Hut hat, so. Was natürlich nicht so ist. Wir sind echte Berliner. Hier ist man mit 60 und Dealer. Das ist das echte Leben, nicht nur ein paar Lieder. Und wenn du mir nicht glaubst, dann hör das nie wieder. Denn wir sind echte Berliner. Hier ist man mit 60 und Dealer. Digga, Kapi hat ordentlich Dampf. Also, puh, ich hätte nicht gedacht, dass er nochmal so auspackt, Digga. Das ist das Leben, nicht nur ein paar Lieder. Irgendwann erkennst du dich selbst nicht mehr wieder. Geiles Ding. Auch harter Beat, Real Talk, über den Beat haben wir gar nicht geredet, so. Sino und Nu haben da einen sehr geilen Job gemacht. Puh, das Ding hat Power, Real Talk. Ergänzt sich gut mit beiden Stimmen, so. Okay, das war NG und Kapi mit echter Berliner, hat mich sehr positiv überrascht. Also der Chat hat mir schon gesagt, das ist auf jeden Fall ein nices Ding von Kapi und NG so. Der Chat hat mir schon gesagt, dass es in eine geile Richtung, eine stramme Richtung geht so. Hat mich positiv, also hat mich wirklich auch so abgeholt. Real Talk, ohne Scheiß. Das war die Reaktion drauf. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, eine wunderschöne Woche. Genießt sie, habt Spaß und bleibt gesund.